Tja. Da komme ich hierher. Hier fehlt mir der Schlüssel. Ein Sammelobjekt, das ist okay. Schlüssel ist auch nichts. So, jetzt wird es langsam etwas kriminell. Hier fehlt der Griff, das weiß ich noch. Ach so, da gehe ich jetzt inzwischen einfach durch. Hier komme ich bloß wieder da raus. Ach, ein Korkenzieher. Sowas. Dann greifen wir hier mal zurück. Du brauchst eine Münze, um einen Hinweis zu erhalten. Sammelgegenstände gefunden, ein paar Blumen. Na schön, was ich machen kann ist, das habe ich alles schon. Genau. Ach, das war der fehlende Traumstein, den ich hier gebraucht habe. So, mit dem Traumstein, hahaha, komme ich hier jetzt weiter. Das war auch ein nettes Rätsel, also das war auch cool. Weiterer Gegenstand wird benötigt. Ich dachte, das war das. Okay. Ah, dann ist das nicht hier das Rätsel, sondern dann ist das Rätsel da oben. Und zwar hier. Hier gibt es so viele Steine, wie es Käfer gibt. So, rein damit.
Pling. Das war falsch. Also, das startet von hier. Ist falsch. Das passt. Startet von hier. Bis dahin. Bis dahin. Also rot, gelb, lila. Gelb, rot, so, gelb, rot, lila. Grün geht nicht. Okay. Schauen wir erst einmal. Das geht nicht. Dann kommt grün. Blau. Gelb. Rot. Shit. Gelb. Rot. Lila, blau, 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 gelb. Donnerknäuel, wird doch jetzt wohl. Gelb, rot, lila. Blau, eben nicht. Grün, blau. Ach so, so rum war's. Gelb, rot, lila. Geht doch. Und da war das Messer drin, das ich gebraucht habe. So, mit dem Messer kann ich zur Brücke zurückkehren, kann die Dinge hier abschneiden, kann mit den Rohrkolben hierher zurückkehren. Dann die Rohrkolben reinstopfen und den Schrott hier mit dem Streichholz anzünden. Das treibt die Käfer hier raus. Ich muss ein Gefäß finden, damit ich einen Käfer einfangen kann. Na schön, auch das kriegen wir hin.
Gehen wir wieder hierher. Hoppla. Ich dachte, das wäre das. Oh. Eins, zwei, drei. Gut, dann machen wir es anders. Dann gehen wir erstmal hierher und schneiden mit dem Messer das Teil hier raus. Damit haben wir die Eule. Komme ich aber nur hier wieder raus zum Henker. Gibt's doch jetzt nicht. Hallo, ich brauche ein Glas. Menno. Ja, genau, also die Fackel muss jetzt in den Saft einer Nepenthes eingetaucht werden. Ist mir klar, ich brauche den Käfer. Aber ich habe hier nichts. Woher nehme ich jetzt das Glas? Genau, da komme ich jetzt hier wieder raus. Ach, noch ein Morph-Objekt, okay.
Also, da muss es weitergehen. Ich komme nicht mehr drauf, was das hier war. Ja, schön. Habe ich jetzt alle Tiere? Das sehen wir jetzt gleich. Wenn mich nicht alles täuscht, fehlt hier die Schlange. So, hahaha. Ach Mann, das ist ja mal fies. Warum habt ihr denn das hier weggelassen? Auf dem Tablet gibt's hier ein Feld. Schaust du dir ein Stück Werbung an? Und dann kannst du dir kostenlos eine Münze dazu verdienen. Ha, ha, ha. Ah, da ist ein Feld, da ist die Schlange. An die Schlange komme ich mit der Ofengabel ran. Ja, Mama.
Da geht's weiter. So. Rein damit. Bringe alle Steine zum Leuchten, indem du mit den Hebeln die Scheiben drehst. Die Fackel muss mit dem Ram, ja, die muss mit dem Ding da geträufelt werden, also gib ihm. Ich muss zuerst der Liste folgen, um die Fackel zu machen. Ach, und hier kriege ich das leere Glas. Das war der Clou. Zack. Zack. Leeres Glas. Dem Glas geht's weiter. Hier. Zack. Käfer da rein. Zack. Bunch. Dann die Fackel da rein. Dann kann ich damit wieder zurück zu dem Hof des Druiden. Daher. Das da, baue eine Fackel, ist abgeschlossen. Asparatia. This amulet, I've never seen anything like it before. It is a unique fusion of technology of the ancients and magic. It seems that it saved Ulf's life. Furthermore, now it prevents him from dying. So there's hope. Can we still save him? I know one potion that can help, but it was made for people. And your brother is, well, not exactly a human being now. So it may not work. But this is the best chance that we've got. We should try. How can I help? Find the recipe in the book in the closet. Then collect the necessary ingredients and brew a potion. I will stay with your brother and try to keep him alive if the amulet stops working. Schlüssel zum Schrank. Gut. So. 1,5 Stunden Spielzeit. Wir sind relativ schnell vorwärts gekommen. Aufgrund dessen, dass ich das eine oder andere noch im Kopf hatte vom Tablet. Es ist trotzdem Zeit an der Stelle, dass wir hier mal eine Pause machen und dann
in einer weiteren Folge bei dem Spiel weitermachen. Ihr seht, ich finde nach wie vor, das Spiel ist wirklich gelungen. Die Rätsel sind klasse gemacht. Es lohnt sich, hier dran zu bleiben. Sie sind nicht wahnsinnig schwer, die Rätsel. Sie lassen sich gut mit ein bisschen Nachdenken lösen. Klar, ich habe jetzt hier heute die Hinweispunkte verschwendet, weil ich eigentlich ehrlich gesagt erwartet habe, dass hier auch eine Schaltfläche ist, mit der man über Videos glotzen sich nach und nach einfach hier eine Münze dazu verdienen kann. Dass man hier die Möglichkeit rausgenommen hat, finde ich ehrlich gesagt ein bisschen doof. Möglicherweise ist diese Möglichkeit dann wieder drin, wenn man hier 7 Euro für das Spiel zahlt. Keine Ahnung, kann ich nicht kontrollieren, kann ich nicht bestätigen, ich weiß es nicht. So, trotz alledem, coole Geschichte, hier liegt mein Bruder. Ulf wird sterben. Ich muss so schnell wie möglich herausfinden, wie ich ihm helfen kann. Genau. So. Achso, da komme ich nur wieder hier hin. Komm, dann machen wir schnell noch den Schrank auf. Da haben wir ein paar Bretter, da haben wir einen Kessel. Eine Tür... Ja, die Türklinke zu dem Ofen. Und ein Buch. Da ist das Rezept drin und eine Info zu einer schwarzen Lilie. Genau. Die schwarze Lilie brauchen wir dann später noch für das Rezept. Da kommen auch noch ein paar richtig coole Rätsel. So, ich brauche also die schwarze Lilie, den Kern einer magischen Blume, etwas Rum, gemahlene Ingwerwurzel, das Ganze vermischt in einem Topf kochendem Wasser. So, das fange ich aber heute nicht mehr an. Das schauen wir uns in einer neuen Folge an bei Legendary Tales Teil 1. An der Stelle bedanke ich mich ganz herzlich fürs Zuschauen. Hoffe natürlich, euch gefällt die Geschichte hier. Und würde mich freuen, wenn ihr wieder bei nächstbester Gelegenheit hier bei mir vorbeischaut. Lasst es euch gut gehen, schlaft gut. Bei mir ist es 1. Ich muss morgen um 9 wieder aufstehen. Das heißt, so wahnsinnig lang kann ich in meinem Urlaub morgen auch nicht ausschlafen. Ich muss morgen noch was erledigen für unsere Kirche, in der wir aktiv sind, damit die Technik dort wieder funktioniert. Ich muss meinem Stellvertreter da ein paar Dinge zeigen, dass das alles hinhaut. Von daher ist da noch ein bisschen was zu tun. Ich wünsche euch, wie gesagt, eine gute Nacht. Schlaft gut, haltet die Ohren steif. Ich sag Servus, Ahoi und bis zum nächsten Mal. Euer Captain. Ciao.